um diesen Unterschied des DSG- und ABM-Ansatzes nochmal ein bisschen exakter auszudrücken, möchte ich hier auch nochmal auf was zurückkommen, was wir auch in der allerersten wissenschaftsphilosophischen Session besprochen haben, nämlich die unterschiedlichen Arten von Modellen, wo wir uns ja gefragt haben, oder wo wir Arten von Modellen unterschieden haben, nach dem, nach dem Stuff, aus dem Modelle eigentlich hergestellt sind. Wir hatten da auf der einen Seite konkrete Modelle, wie dieses San Francisco Bay Modell, wo wir sozusagen physikalische Objekte haben, die dann bestimmte andere Objekte in der Realität repräsentieren, oder wo wir diesen Geldsimulator hatten, wo die Wasserflüsse Geldflüsse repräsentiert haben. Wir hatten dann mathematische Modelle, die gebaut waren aus mathematischen Objekten wie Graphen oder Funktionen und die sozusagen dann bestimmte Prozesse oder Objekte in der Wirklichkeit repräsentieren und deren Analyse eben vor allem über den Beweis von bestimmten Theoremen funktioniert. Und wir hatten letztendlich algorithmische Modelle, deren epistemologischer Kern ein Set von Prozeduren und Heuristiken ist, und die in der Regel auf dem Computer simuliert werden, wo man jetzt keine Theoreme herleiten kann, sondern wo die Simulation als solche das ist, was Wissen schafft über das Zielsystem. Agentenbasierte Modelle sind dem algorithmischen Typ zuzuordnen. Das heißt, der epistemische Kern von agentenbasierten Modellen ist ein Set von Prozeduren und Softwareobjekten. Das kann man sehr schön mappen, auch wieder mit diesem Ansatz des Systemismus, wo man sagt, sozusagen Objekte in der Softwareökonomie korrespondieren zu Elementen oder Objekten in der Wirklichkeit, in wirklichen Systemen, und Methoden bzw. Funktionen matchen sich mit Mechanismen. Da gibt es auch nochmal so ein bisschen Meta-Gedöns mit dem Prinzip der objektorientierten Programmierung. Wen es interessiert, gibt es da in den Further Readings weitere Ausführungen. Aber es ist auf jeden Fall diese Korrespondenz, ist ganz interessant, ist natürlich eine andere als in mathematischen Modellen, insbesondere weil hier eben der Fokus auf der Generation von Dynamiken ist. Also man analysiert die Implikationen der einzelnen Prozeduren und man charakterisiert nicht die Gleichgewichte, die durch ein mathematisches System a priori bestimmt sind. Dadurch, dass das Ganze auf dem Computer simuliert wird, hat man auf der einen Seite natürlich größere repräsentative Kapazitäten, das heißt, man kann mehr Dinge repräsentieren, wenn man weniger eingeschränkt ist. Man hat aber auch diese epistemische Verdecktheit oder Epistemic Opacity, dass eben letztendlich das Ganze immer nur simuliert wird. Ne? Und man ist halt darauf angewiesen, dass man bestimmte Parameterkonstellationen einfach ausprobiert. Man hat in der Regel nicht die allgemeinen Beweise, wie das in mathematischen Modellen häufig möglich ist, wo man Beweis hat und damit sozusagen das Modell abschließend verstanden hat, sondern man ist immer auf Simulationen von Partikularparameterkonstellationen angewiesen. Und man hat sozusagen keinen direkten epistemischen Zugriff auf das Modell, weswegen man eben da von der epistemischen Verdecktheit spricht. Und wir ja da auch schon diesen Trade-off angesprochen hatten, dass eben die größeren repräsentativen Kapazitäten und die Möglichkeit der besseren Validierung dieser Modelle oft einhergehen mit einer größeren Schwierigkeit, sie zu verifizieren. Und wir deswegen einen gewissen Trade-off haben und das auch wieder man als Begründung für einen pluralen Ansatz geben kann, wo man unterschiedliche Modellarten verwendet. Diese unterschiedlichen Modellarten sind auch deswegen wichtig, weil es einfach nochmal verdeutlicht, warum, wenn eine bestimmte Community sich auf einen Ansatz festgelegt hat oder sozusagen bestimmte Kriterien für eine Erklärung festgelegt hat und gesagt hat, das und das macht für mich eine gute Erklärung aus, dann ist es oft quasi eine mögliche Abgrenzung von verschiedenen Paradigmen, weil die Communities dann sehr schwer miteinander kommunizieren kann. Also wenn jetzt eine Community haben, die sehr stark auf algorithmische Modelle setzt, die sozusagen sagt, für uns ist eine Erklärung, wenn wir ein Phänomen ableiten aus der direkten Interaktion von einer Population künstlicher Agenten. Da gibt es dieses Paradigma der Generative Social Sciences, wo man sagt, alles, also quasi die Voraussetzung für eine Erklärung ist, dass sie generativ die Ergebnisse aus der direkten Interaktion von Agenten herleitet. Naja, jemand, der so ein Paradigma anhängt und da voll überzeugt wird, der wird einfach sagen, Mainstream-ökonomische Modelle erklären nichts, weil die machen das nicht. Ja, die haben diese a priori Gleichgewichtsannahme, die haben dieses Maximization-Come-Equilibrium-Approach, da ist nichts Generatives dabei, das heißt, es ist keine Erklärung.
Umgekehrt, genauso viele Mainstream-Ökonomen akzeptieren Erklärungen von agentenbasierten Modellen nicht, weil die sagen, also ich weiß, ich habe selber mal so einen Referee-Report bekommen, stand dann drin irgendwie, where's the optimization, where's the equilibrium, this is not economic theory. Ja? Also die können damit überhaupt nichts anfangen, häufig. Das passt nicht in deren Erklärungsschema in dieser Community. Und das ist dann wirklich das, was Kuhn so gemeint hat, ja, verschiedene Paradigmen sind inkommensurabel. Also wenn da quasi keine geistige Flexibilität auf beiden Seiten besteht, dann ist es sehr schwer, da die Kommunikation zwischen diesen unterschiedlichen Paradigmen aufrechtzuerhalten. Die Leute können überhaupt nicht darüber diskutieren, ob jetzt eine Erklärung gut oder schlecht ist, der anderen, weil die für sie gar keine Erklärung darstellen. Also für den Hardcore-generativen Social Science-Vertreter, für den ist ein Gleichgewicht, ist ein DSG-Modell, ein Gleichgewichtsmodell, ist keine Erklärung. Genauso wie den Hardcore Rational Choice Ökonomen, für den ist ein agentenbasiertes Modell keine Erklärung. Ja, und das erklärt natürlich, warum die Kommunikation so schwierig ist und warum die auch oft so emotional verbiestert ist. Weil, glaube ich, so dieser Meta-Reflexionsschritt fehlt, ja, dass die Leute mal einordnen, okay, was ist für mich eigentlich eine Erklärung? Auf welcher Ebene muss ich mit dem anderen diskutieren? Es macht keinen Sinn, auf der Modellebene mit dem anderen zu diskutieren, wenn wir uns überhaupt nicht eigentlich darauf einigen müssen, was für uns eine Erklärung darstellt. Deswegen finde ich, ist es auch mal so wichtig, wenn man mit mit Modellen arbeitet, immer auch so diese metatheoretische Ebene mitzudenken. Ich möchte noch mal genauer eingehen auf diese Unterscheidung zwischen Verifizierung und Validierung. Agentenbasierte Modelle sind, wie gesagt, algorithmische Modelle, DSGI-Modelle, mathematische Modelle. Was ganz wichtig ist, was man häufig hört, was aber falsch ist. Der Unterschied ist nicht, dass die einen in Gleichungen ausgedrückt werden können und die anderen nicht. Ihr seht es auch in den Beispielen zu den agentenbasierten Modellen, die sind in der Regel auch in Gleichungen ausgedrückt. Das ist kein Zufall, man kann alle Algorithmen per Definition eben auch als Gleichungen ausdrücken. Ja. Das ist so ein Beweis der mathematischen Logik. Das sind sogenannte rekursive Funktionen, das geht. Also der Unterschied liegt nicht darin, dass man das eine in Gleichungsform aufschreibt und das andere nicht. Das unterscheidet algorithmische Modelle nicht von mathematischen Modellen. Der Unterschied liegt halt im Ausgangspunkt der Erklärung, der Erklärungspraxis, dass wir in den algorithmischen Modellen diesen generativen Aspekt haben, dass wir das Ergebnis herleiten aus den Prozeduren, die letztendlich die Kernannahmen des Modells ausmachen, während wir in den mathematischen Modellen eben sehr stark so auf Gleichgewicht zu der dynamischen Analyse setzen, und sozusagen die Art der Erklärung, die wir liefern, eine andere ist. Und was ich mir manchmal denke, ist, dass beide so als unterschiedliche Antworten auf diesen Trade-off zwischen Verifikation und Validierung angesehen werden. Ne? Wir hatten ja dieses Bild hier ganz am Anfang in der Wissenschaftsphilosophie, wo wir sagen, wir haben hier unser Zielsystem, unser Target-System, das wird repräsentiert durch das Modell, dann untersuchen wir das Modell und dann machen wir Rückschlüsse auf den Zustand des Zielsystems oder wir inferieren bezüglich der Mechanismen im Zielsystem. Und eben agentenbasierte Modelle sind eben generativ, die haben sehr große repräsentative Kapazitäten. Die können hier viele Dinge darstellen, die DSG-Modelle per Definition eben nicht darstellen können. Dementsprechend kann man sie hier auch leichter validieren. Man kann sie auch hier leichter validieren, weil man viel weniger mit As-If-Annahmen operiert, sondern mit direkter Repräsentation. Das ist viel leichter zu kritisieren, aber es ist auch viel leichter dementsprechend abzugleichen mit dem, was tatsächlich in der Realität einen Unterschied macht. Das ist bei solchen As-If-Annahmen, wie sie in den oder Optimization-Equilibrium-Modellen ist es viel schwieriger, überhaupt Sachen zu falsifizieren. Also man Nutzen maximierende Agenten, schwierig zu falsifizieren, dementsprechend eigentlich auch inhaltsleer in weiten Teilen. Und das macht es natürlich schwieriger und da sind agentenbasierte Modelle deutlich leichter anzugreifen, aber demzufolge natürlich jetzt auch epistemologisch wertvoller. Aber Problem DSG-Modelle, der große Vorteil von denen ist halt auf der einen Seite wissenschaftssoziologisch bzw. kommunikatorischer. Die passen sich einfach sehr gut in den allgemeinen Modellrahmen der Ökonomik ein. Das hatten wir ja auch schon gesagt, so RBC-Modelle als neoklassische Mikrofundierung in Reinform. Das passt einfach super gut zusammen, ne? Alle Ökonomen können intuitiv was zu DSG-Modellen sagen, weil sie einfach diesen Kernmodellrahmen kennen. Das ist in agentenbasierten Modellen fehlt das. Ne? Das ist nicht so gut eingebettet in die Gesamtwissenschaft. Und sie sind natürlich zum gewissen Grad leichter zu verifizieren. Ne? Das hier,
Diese Verifizierung, die nur auf Modellebene stattfindet, das ist bei agentbasierten Modellen oft schwierig, weil die eben simuliert werden müssen und wir da wenig bis keine mathematischen Beweise haben. Bei DSG-Modellen können wir zumindest häufig die Existenz von einem Gleichgewicht beweisen. Und das ist natürlich so ein Disziplinierungsdevice, die es bei agentenbasierten Modellen so nicht gibt. Wobei ich jetzt natürlich sagen würde, dieses Argument, wenn DSG-Modelle immer komplexer werden, ist so ein bisschen Mittel. Also ich glaube jetzt so bei der 95-Gleichungs-Variante, also die ist wahrscheinlich auch recht schwierig zu verifizieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Leute das dann tatsächlich irgendwie alles nochmal nachgerechnet haben. Aber whatever, also ich glaube, man kann schon sagen, wir haben hier einen Trade-off, der unterschiedlich beantwortet wird, ne? Also bessere oder größere repräsentative Kapazitäten, mehr Realismus in den Annahmen, breitere Validierung bei den agentenbasierten Modellen, klarere Modellsprache, integrativerer Rahmen, bessere Verifizierung bei den DSGE-Modellen oder grundsätzlich bei den allgemeinen Gleichgewichtsmodellen. Bevor wir uns jetzt dann mit den konkreten Elementen von so einem agentenbasierten Modell beschäftigen, jetzt einfach nochmal so ein paar Hinweise, wie man eigentlich vorgeht, wenn man so ein Modell designt. Dadurch, dass man halt eben nicht diesen breiten Rahmen, theoretischen Rahmen hat, wie bei den allgemeinen Gleichgewichtsmodellen, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Daher hier jetzt einfach mal die Schritte kurz, wie man da vorgeht. Viele von denen machen vielleicht auch erst Sinn, wenn man jetzt die einzelnen Elemente kennengelernt hat, aber sozusagen, damit wir das schon mal im Hinterkopf haben, ist das vielleicht an dieser Stelle gar nicht so schlecht. An erster Stelle aber nochmal kurz der Hinweis, wir haben eigentlich schon ein agentenbasiertes Modell kennengelernt, nämlich das Nelson- und Winter-Modell in Termin 9. Das gilt als eines der ersten ökonomischen agentenbasierten Modelle. Und was bis heute absoluter Kern dieses Ansatzes ist, ist tatsächlich diese Multilevel-Validierung, ne? Also dass man auf Mikro-, Meso-, Makro-Ebene versucht, stilisierte Fakten zu matchen. Das wird auch in den DSGE-Modellen mehr, das hatten wir ja auch letzte Stunde diskutiert, aber es hat noch nicht diesen Stellenwert, insbesondere weil die Validierung von Annahmen nicht so einen großen Stellenwert hat, wie in dem evolutorischen oder dem agentenbasierten Modellen. Wie geht man vor? Ganz am Anfang, wie bei allen Modellen, man definiert erstmal sein Zielsystem, was wollen wir eigentlich verstehen? Und man definiert die Modell-Constructs, ja? Also was genau wollen wir abbilden, welche Elemente soll das Modell haben und zu welchen Elementen des Zielsystems soll das matchen und was sind eigentlich meine Kernfragen, was mein Kerninteresse. Daraus ergibt sich dann bei agentenbasierten Modellen zum Beispiel, welche Agententypen wir da drin haben. Haben wir nur Haushalte und Firmen oder haben wir auch einen Staat oder haben wir auch eine Zentralbank? Also was sozusagen, welche Elemente habe ich im Modell und zu welchen Elementen sollen die in der Wirklichkeit korrespondieren. Da hatten wir auch diese Idee des Keys in der Wissenschaftsphilosophie eingeführt. Und ich finde, das ist jetzt hier auch nochmal so der Punkt, wo man merkt, diese wissenschaftsphilosophische Sprache hilft einem auch einfach im Modelldesign. Dann klar die Frage, was ist meine Fragestellung damit einhergehend? Was sind endogene, was sind exogene Variablen? Und was eben halt bei den Modellen auch eine große Rolle spielt, diese Interaktionsprotokolle. Wie sollen meine Agenten eigentlich Entscheidungen treffen? Wo gucke ich zum Beispiel irgendwie ein Ergebnis aus der Psychologie? Wo orientiere ich mich an etablierten Praktiken oder Standards etc.? Diese Interaktionsprotokolle, die muss man erstmal in Reihenform, in Schriftform oder Gleichungsform oder Pseudocode oder whatever, muss man die aufschreiben. Aber da geht es jetzt erstmal einfach um die Darstellung des theoretischen Rahmens des Modells. Was soll es repräsentieren und wie soll es es repräsentieren? Dann nächster Schritt ist das Ganze dann, das in formale Sprache zu übersetzen. Also vielleicht das, was ich jetzt gerade so als Teil des ersten Schritts gemacht habe, ist vielleicht tatsächlich eigentlich ein eigener Schritt. Erstmal verbal das Ganze aufschreiben als Text, dann als Gleichung bzw. als Pseudocode oder sowas in Form von Heuristiken erklären oder also übersetzen und dann im nächsten Schritt das Ganze wirklich in eine Computersprache zu übersetzen. Da zeigt sich auch, der eigentliche Source Code ist tatsächlich nicht das Modell als solches, das ist so die Idee, der dahinter steckt. Sie können ja das gleiche Modell, weiß ich nicht, einmal in Python, einmal in R und einmal in Julia schreiben. Das ist ja das gleiche Modell, einfach in unterschiedlichen Sprachen implementiert. In jedem Fall müssen Sie es aber früher oder später implementieren. Warum? Sie müssen es dann nämlich simulieren und sozusagen das Modell analysieren und das Modell verifizieren. Ja? Da gleichen wir es noch nicht mit dem Zielsystem ab, aber da verifizieren wir das Modell, da checken wir, ob wir dieses theoretische Modell, ob dieser Schritt hier richtig funktioniert hat und ob der Computercode tatsächlich das tut, was wir eigentlich wollen und ob das Ganze intern konsistent
ist und Sinn macht. Das ist das, was, wo wir jetzt einen großen Nachteil gegenüber allgemeinen Gleichgewichtsmodellen haben und etwas, was in der Praxis einfach häufig auch extrem lange dauern kann, weil in Simulationsmodellen es einfach schwierig ist, diese interne Konsistenz abschließend darzustellen. Wenn wir das dann geschafft haben, dann geht es eben weg von der reinen Modellebene, wo wir nur das Modell verifizieren, sondern wo wir in die Validierung gehen, wo wir das Modell mit unserem Zielsystem abgleichen, wo wir die Parameterwerte des Modells so wählen, dass wir die zentralen Dynamiken, die uns interessieren, die wir hier oben ja schon festgelegt haben, dass die passen, dass wir da die Zeitreihen aus dem Zielsystem replizieren können. Es ist dann noch so diese Unterscheidung zwischen Kalibrierung und Schätzung. Wählen wir quasi bei der Kalibrierung, wählen wir die Parameterwerte so aus, dass der Fit am Ende am besten ist, oder schätzen wir die Parameter und sehen zu, dass unser Modell so designt ist, dass bei realistischen Parameterwerten letztendlich auch der Output realistisch ist. Das ist natürlich anspruchsvoller, aber in dem Sinne auch besser. Und wenn wir dann unser Modell validiert und parametrisiert haben, dann können wir das Modell verwenden, um sozusagen elaborierte Gedankenexperimente zu machen oder sogenannte künstliche Experimente, Politik-Experimente, wo wir dann sagen, okay, wir haben jetzt eine gute Repräsentation von unserem Zielsystem. Was wäre denn, wenn wir eine Vermögenssteuer hätten? Was wäre denn, wenn Agenten ihre Handelspartner nicht gemäß des Preises, sondern zufällig auswählen? Was wäre, wenn wir überhaupt gar keinen Staat hätten? Ne? Das sind dann sozusagen, wo wir sagen, wir haben jetzt eine gute Repräsentation, jetzt verwenden wir das, um Experimente zu führen und das Ganze dann eben zu interpretieren. Das sind so die Schritte, die im Ganzen zugrunde liegen. Und das wollen wir jetzt ein bisschen mit Leben füllen. Wir wollen uns jetzt hier zunächst mal die einzelnen Bausteine, die so ein Makro-LBM in der Regel ausmachen, jetzt recht detailliert besprechen, und danach gucken wir uns ganz kurz ein Anwendungsbeispiel an, wo wir uns einfach mal ein Modell kurz von der Vogelperspektive anschauen. Wenn ihr quasi das alles, was jetzt noch kommt, viel ausführlicher nachlesen wollt, dann empfehle ich quasi diesen Review von Herbert David und Mauro Delegatti, den ich auch in die Feather Readings gepackt habe. Wenn ihr lieber sozusagen das Anwendungsbeispiel vertiefen wollt, dann natürlich eher das Paper mit dem Modell, was wir später besprechen. Aber der nächste Punkt ist jetzt erstmal, diese ganzen metatheoretischen Einordnungen, die wir jetzt hatten, auf den Boden zu bringen und zu gucken, was sind denn jetzt eigentlich so die konkreten Elemente in einem makroökonomischen agentenbasierten Modell.